Folge No Man's Sky. Ich freue mich, dass ihr da dabei seid und wegen meiner Aufnahmeschwierigkeiten starte ich das Spiel in dem Bild von No Man's Sky und klicke drauf. Bumm, wir sind auf einem anderen Planeten als in der letzten Folge. Da war kein Emeril, denn ich muss Emeril suchen. Gut, ich musste die Aufnahme gerade einmal kurz unterbrechen, weil ich hatte eigentlich schon aufgenommen, ich war schon geflogen von, ich glaube, von da nach hier und habe dann voll einen Furz gelassen. Der sollte ganz leise werden, ist aber voll laut geworden und dann den möchte ich nicht in der Aufnahme haben. Okay. warum erzähle ich das eigentlich, wenn ich denn die Aufnahme hätte ich auch lassen können, ne? Na gut, wie gesagt, wir brauchen noch Emeril. Wir wollen ja uns den neuen Antrieb bauen. Was heißt, den neuen haben wir ja schon mal gebaut. Ist nur halt wieder kaputt gegangen. Wir haben ein neues Schiff. Wir wollen den Warp-Reaktor Theta. Da ist er. Dann dürfen wir größere Sprünge machen und weiterfliegen. Aber ich habe jetzt natürlich das Glück, dass ich mal wieder keinen einzigen Emerillhaufen finde. Aber bei dem Planeten habe ich noch nicht wirklich viel geguckt. Vielleicht haben wir ja Glück. Schauen wir mal. Er sieht noch langweiliger aus als langweilig, der Planet. Und beim lieben Spielebär, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auch ein YouTuber, der hat das Ende erreicht mit Atlasstein. Ich habe mir das so halb angeguckt, weil ich mich nicht so doll spoilern wollte, aber im Endeffekt habe ich dann mich nicht spoilern können. Da passiert ja eigentlich gar nichts am Ende. Aber das werden wir selber irgendwann in viele, viele Folgen auch rausfinden, weil wir ja die nicht so helle waren. Ich habe das mit den Atlassteinen ja nicht so schlau gemacht. Und die gelagert. Ich habe sie ja verscherbelt. 6 Stück hatte ich, glaube ich, oder 7. Und wir brauchen ja am Ende 10, um einen neuen Stern zu erschaffen. Und das ist ja dann das Ende gewesen mit dem Atlasstein. Wir müssen hier nur das Zentrum erreichen. Ganz, ganz simpel und einfach. Was war das denn da? Sieht komisch aus. Also ich glaube, auf diesem Planet werden wir nur Aluminium finden, so wie Dor. Ne, das ist kein Aluminium. Da könnten wir wieder unsere Tasche erweitern. Die habe ich ja maximal erweitert. Oh, oh. Das ist bestimmt wieder nur Aluminium. Ich weiß es jetzt schon. Hässlicher Planet. Hier hat gar nichts drauf. Nicht mal ein Baum. Das ist nur Aluminium. Ganz sicher sogar. Ja. Das war nur Aluminium. Es ist natürlich jetzt blöd, weil der Planet, eine Planet hat da so viel Gold, aber leider gar nichts an Emeril. Das ist immer sehr enttäuschend. Boah, der ist ja sowas von trist, der Planet. Der kann mich auch mal kreuzweise. Vielleicht haben wir noch einen hier in unser Sonnensystem, den wir noch nicht erkundet haben. So, die Raumstation. Den haben wir jetzt ja bereist. Was haben wir denn hier? Ist das immer noch Nickel? Iridium ist das. Wäre natürlich cool, wenn das jetzt Emeril wäre, ne? Aber so ein Glück kann man einfach nicht haben. Also, der Planet hast du bereits entdeckt. Kein Emeril hast du bereits entdeckt. Unentdeckt. Wir müssen in diese Richtung tatsächlich. Aber anderer Antrieb. Fumm! Der Mond, den haben wir bereits. Exhuminitadl. Der will ich jetzt nicht hin. Da will ich hin. Jonas Lies. Jonaquen Lies. Wir werden wahrscheinlich vor der Raumstation dengeln. So wie ich mich kenne. Boah, ist der weit weg, ey. Aber ich will jetzt auch kein Warp machen in einem anderen Sonnensystem, weil dann haben wir wieder einen Warp verloren. Aber wenn da jetzt nichts drauf ist, müssen wir es. Ne? Dann müssen wir es machen. Weil wir kommen von hier aus auch nicht zu einem... Oh, ne, das wird nichts. Voll. Au. Da. Zu dieser Erde will ich hin. Zu diesem erdähnlichen Planeten, der natürlich alles andere als wie die Erde aussieht. Es dauert nur noch eine gute Minute, dann sind wir da. Ja, dann habe ich das erste Mal ein ganzes Sonnensystem durchsucht. Meine Frau sitzt neben mir und raucht sich erstmal und quält mich voll und hat einen Daumen hoch dagelassen. So. Ja, Jan, Jonaquin, Lies. Ich komme, ich hoffe, du wirst Emeril für uns haben. Nein, nicht scannen. Och, Mann, ey. Die Galaxie ist so groß und jetzt finden sie mich. Wahrscheinlich töten sie mich noch. Mein Inventar ist leer. Komm, fahr, flieg, flieg, flieg. Die bremsen mich aus. Warum hat der Totenkopf? Das ist schlimm. Ich muss mich verteidigen. Piraten! Wow!
Ach, ich hab einen tonnenweise an Titan. Perfekt. Toll, toll. Jetzt haben wir Gold ein. Wo bist du? Da. Mach dich nieder. Ja. Yeah. Ich hasse dich und deine Mutter. Was? Und down. Ah, Klacks für uns, ne? Schon wieder einen Daumen für meine Frau bekommen. Wartet mal. Kann ich haben. Hier, yeah, wir haben Gold. Ja gut, das können wir auch verkaufen. So, wo ist jetzt der Planet? Was macht der Radar? Jackis Bimsim Simblim, irgendwie heißt der. Hast du bereits entdeckt? Hast du bereits entdeckt? Hast du bereits entdeckt? Der einzige Planet, den wir noch nicht entdeckt haben, ist der. Der. Der aussieht wie die Erde. Nein, sieht nicht aus wie die Erde. Komm, Action. Naja, wir haben wenigstens ein bisschen Action erlebt jetzt hier mit einer schweren, krassen Raumschlacht. Oh, verbleibender Treibstoff. Kaffee wieder hinstellen. So, jetzt kann ich Kaffee trinken. Warum guckst du mich so an, meine Frau? Und grinst blöd. So. Jetzt beglücke mich mit edlen Emeriden, mein lieber Planet. Ja, und Rucklern. So. Emeril. Das müssen wir tatsächlich ein bisschen reisen. Kupfer oder sowas. Es leuchtet mich nichts Goldenes an oder so. Aber wir sind ja erst seit einer Sekunde hier. Wir wollen ja nicht übereilen. Da ist ein Händler. Bringt mir nichts. Tatsächlich. Also ich glaube, wir werden auch hier kein Emeril finden. Da, 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 da. Was Goldenes. So. Was? Achso, im Himmel. Emeril! Boah, hab ich ein Glück, ey. Was, alltäglich die Fauna? Was soll denn daran alltäglich sein? Naja, lass mal das Spiel. Okay, Abbau, Abbau, Abbau. 1000 Emeril, mehr nicht, das ist ein Klacks. Aber der Planet beherbergt Emeril, das ist sehr gut. Dann geht mein Wunsch hier ja tatsächlich in Erfüllung, aber das ist nicht viel. Naja, es geht schneller als man denkt. Oh, oh mein Gott, kurz auf mein Headset-Kabel entwirren. Geschafft. Ups, jetzt habe ich das Mikrofon geschlagen. Ja, No Man's Sky, ein Spiel, was einen irgendwie doch fesseln kann. Ich glaube, wegen mir haben sich da sogar schon welche gekauft. Ich hoffe, die sind nicht allzu sauer auf mich. Aber ich bin ja auch wirklich ehrlich, oder? Also ich sage ja nicht wirklich, das Spiel ist super Bombe, kauft euch das. Ich bin da wirklich ganz ernst mit dem und will auch für mein Ziel erreichen, mehr nicht. So. 4000 haben oder nicht haben. Klar. Weiß ich, ob der böse ist, aber er kriegt das mal auf den Sack. Oh. Ja, den war ja auch verstärkt. Da angeflogen. So, 1000 leckeres Emeril wollen wir haben. Emeril heißt es eigentlich, ne? Ich sage immer Emeril. Doch, Emeril, passt doch. Okay. Ich usel dich. Was brummt denn hier so? Einer von den 7 Trilliarden Wächter, die hier rumfliegen. Ja, Raubvogel. Habe ich dich gescannt, ne? Gut. Ich habe auch ganze 200 Credits. Ich höre irgendwas verdammt Großes hinter mir. Ich hoffe, gibt es noch mehr Vorkommen, aber ich gehe mal davon aus. Dass man immer einige findet. Oh. Überhitzt. Das ist doch wieder so ein unangenehmer Patient, wollte ich gerade sagen. Planet. Indem wir tatsächlich ein bisschen abkassieren können. An Erfahrung, würde ich also sagen, in den einen Bereich da, Souls.
glaube, wir werden ihn das hier rausangeln. Und habe jetzt Stolze. Wollte ich gar nicht. Okay, mache ich dann halt so. Ach, guck mal, das ist aber schön. Der ist wirklich schön, ne? Guck mal hier, wenn man... Ne, wenn man das einmal... kann man das nicht mehr umbenennen. Schade, muss man warten. Also wie gesagt, ich habe was Großes gehört. Aber das war nur ein Soundeffekt scheinbar. Gut, wie viel Emerald habe ich? Wie gesagt, Gold ohne Ende. Emerald da. Oh, fast schon 500. X ist nicht löschen, ne? Übertragen. Übertragen. Gut. Titan, Zink, Nachtkristalle. Für irgendwas werde ich irgendwann mal benötigen, aber ich werde es einfach verkaufen. Wollte ich gar nicht. Jetzt haben wir, wie gesagt, im Raumschiff schon gelagert. 419. Oh, das geht doch gut steil, oder? Ich glaube, ich brauche Plutonium, ne? Kann das sein? Ich habe auch keine Lust, jetzt dahin zu latschen. Also immer will. So, Mann, das ruckelt aber heute ganz schön. So, für den Start soll es lang. Da ist mein Ziffchen. Und wir suchen jetzt ein neues Vorkommen. Dann haben wir es gleich geschafft. Dann können wir heute richtig viele Sprünge machen. Richtung schwarze Löcher. Und ich bin ja, wo ist mein, da ist mein Heftchen, am 16.10. Haben wir heute schon den 17. Krass, wie Zeit vergeht. Mein Kumpel Daniel hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Daniel. Aber du guckst das sowieso nicht. so, muss ja weit düften und nicht fliegen müssen, oder? Da. Das nächste Vorkommen. Ich hasse es an Bergen. Und schrubbdiwuppkartoffelsuppe. Sind wir fertig und können unsere geilen Sprünge machen. Und ich hoffe, die Dinger halten diesmal länger, weil die gingen mir letzte Zeit immer kaputt. Ey. Das nervt so ein bisschen. Guck mal gleich mal den Unterschied, wie viel 1000 Emeril wert sind und wie viel 1000 Gold wert sind. Ich weiß nicht mal wirklich, endlich mal, welches wirklich wertvoller ist, weil man das nicht nur halt so auch Spaß, ne? Man weiß es ja nicht. Guck, ich habe da noch nie so genau raufgeguckt, aber ich glaube, Emeril ist mehr wert. 110.000 sind 500 Gold wert. Emeril werden wir gleich sehen. Wenn ich diesen Haufen gefetzt habe. Hitzung. Ja. Das ist ein bisschen übertrieben. 1000, immer wieder 1000 Gold, ne? Also wirklich. Also die Entwickler, die haben eigentlich nur noch ein Ziel gehabt. Ein Brett Stange zu halten. Aber leider auch keinen Inhalt irgendwie da reingepackt, ne? Ich sag mal, man kriegt ja keine Erfahrungspunkte oder irgendwas hier dadurch, dass man das hier abbaut. Der Spielebär hat das sehr, sehr schön erläutert, sage ich einfach mal, als er sagte in seinem Video, wo er das Ende erreicht. Es macht ja auch keinen Spaß, durch eine unendlich große Galaxis zu fliegen, in der man nichts machen kann. Nicht häuslich werden, keine Familie gründen und so weiter und so fort. Da hat er völlig recht. Es macht ja keinen Spaß, ne? Ich habe mir mittlerweile so ein paar Ziele gesetzt, wie zum Beispiel jetzt das wieder abzubauen, ein größeres Schiff zu erlangen. Das ist das Einzige, was das Spiel ja als Inhalt bietet. Wenn ich jetzt aber das alles erreicht habe, erreiche ich damit das Ende. Und damit habe ich das alles ja eigentlich umsonst besorgt. Also was sehr seltsam ist, ne? Weil man ja keinen weiteren Inhalt dadurch bekommt. Oder keine besseren Möglichkeiten. Jetzt habe ich ein Problem, glaube ich. Ja, schon. Ist der jetzt schon, dass er mehr wert ist? Ach doch, komm mal. Sehr gut. So. Spannend, wie viel wir danach haben. Aber wahrscheinlich muss ich noch eins abbauen. Da fehlt wieder ein Emeril. Emeril. Aber war mir ziemlich schnell klar, dass das ein sehr wertvolles Röhrstiftchen ist. Ist das ein Element, was es auf der Erde wirklich gibt? Weiß es gar nicht. Googelt das mal. Schreibt es in die Kommentare. Machen wir doch mal was Sinnvolles hier. Nichts bekommen. Die ganze Zeit jetzt nicht da. Okay, jetzt haben wir...
Jetzt haben wir, wenn ich das rüber schicke, X. Nur nicht verdrücken. Da ist nochmal. Dann haben wir jetzt im Raumschiff. Fast, knapp. Also 500 sind 137.500 Units wert und Gold. 100, also ist ein bisschen wertvoller. Das können wir auch noch verkäufeln hier. Das brauchen wir auch nicht mehr. Aber gleich geschafft, nur noch 169, glaube ich. Okay. War peinlich, wenn ich mich verrechne. Okay, Und dann wird ein... Scheiße. Ein weite Sprünge werden heute gemacht. Wir werden sehr, 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 sehr viele schwarze Löcher. Also ich versuche dann natürlich 4. Ne, weil wir müssen ja zu den einen... Nee, Quatsch, wir können vielleicht 5 schwarze Löcher durchreisen. Und dann sage ich euch noch vorher, wie weit wir weg sind. Ich lasse da auch mal... Also wenn ich es nicht vergesse... Dann schreibt mir das in die Kommentare. Tim, du hast schon wieder vergessen, was du machen wolltest. Die Entfernung noch zum Zentrum. Damit wir immer sehen, wie viel Fortschritt wir machen in jeder Folge. Weil wir jetzt wirklich voll Gas Richtung Zentrum fliegen. Durch schwarze Löcher. Wir fliegen nur noch durch schwarze Löcher. Mal gucken, wie nah wir kommen. Machen jetzt mal so eine Rekordjagd. Warum eigentlich Rekordjagd? Nein, Quatsch mit Soße. Da war immer, ne? So, der letzte Brocken. Wo bist du? Tu mir das jetzt nicht anspielen. Lass mich jetzt nicht stundenlang suchen. Na, wir werden schon was finden. Da ist er. Der letzte Brocken im Marillo. Und runter mit dir. Na, er landet nicht, doch. Neben diesen seltsam anmutenden ultra-außerirdischen Kaktus. So. Emeril. So, wie viel braucht man noch? Ein bisschen was über... Komm, ob ich jetzt einen Run kriege, dass ich da 200 lesen kann, dann bin ich ja schon ganz happy. Dann bin ich ja schon ganz glücklich. Oh, ist das mühselig, ne? Und wenn man überlegt, ich würde damit Millionen machen wollen, also mit dem Abbau von Emeril und Gold. Da bist du ja Jahre beschäftigt. Aber das müsste gleich passen. Müsste jetzt eigentlich schon genug haben. Ich will aber 200 haben. So. Nein, 201! Gut, auf ins Schiff. Was sagt denn unsere Sol-Klamotte? Na komm, scheiß drauf. Reaktor, Tau. Sie ist installiert. Und wir können jetzt reisen. Wir können jetzt reisen. Endlich. Ich bin überglücklich. Habe ich irgendwas zu scannen? Nein. 1,7 Sol noch auf einem bösen Planeten. Okay. Auf geht's. Ich habe die Schnauze voll von dem Sonnensystem hier. Wirklich, das... Hat mir sehr viel Zeit gekostet. So, das im Hyperantrieb hier. Okay, Freiflugmodus interessiert mich gerade nicht. Das nächste schwarze Loch Richtung Zentrum. Wir gucken direkt Richtung Zentrum. War ja da. Da durfte ich ja vorhin nicht hinspringen mit dem alten Reaktoro. War was mit dir? Dürfen wir so weit jumpen? Jawohl. Also, zur Entfernung. Jetzt. Nee, was machen wir später? Boah, das ist aber wirklich ein ganz schönes Eckchen. Nee, gar nicht. Wir sind schon 1,5. Jetzt momentan 1,52. 1, also 152.622,7. Also ist das gar nichts hier. Egal, wir fliegen dahin. Warte, das war jetzt ein Spaß, oder? Mach hier kein Mist, Timmy. Anomalie oder so mal. Man kommt sich so ein bisschen... Also die Anomalien, da sind ja der Polo und der Nader drinne. Sieht irgendwie anders aus. Nee, gar nicht. Und da habe ich mir eigentlich erhofft, dass wir bessere schwarze Löcher finden, die uns weiterbringen. Aber irgendwie machen sie es nicht.
bevor ich da reinfliege. Schreibe ich mir das mal auf und ich will wissen, wie weit wir das schaffen. Heute ist der 17. 10. Am Ende der Folge schreibe ich die Entfernung rein. Darf ich noch nicht vergessen aufzuschreiben. Immer die letzte aktuelle jedenfalls. 2 448 448,1, ne? Ja, 0,1. Ich bin mal gespannt, wie weit wir jetzt durch dieses schwarze Loch reisen, weil das sind immer Zahlen. Ich schnall das nicht, ehrlich. Flieg, kleiner Satellit. 152.400. Das ist ein Komma, ne? Also ist das für mich keine Million mehr. Aha, ein Hilferuf. Die bringen mir auch nichts, nur ein bisschen Ruhm. Was? Schlacht entdeckt. Hast du das? Für einen Start hier in diesem Sonnensystem. Ich will direkt wieder abhauen. War überhitzt fast. Das kann ich nicht zulassen. Gold bekommen. Ja, ja, Gold. Oh, 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 oh. Putzt einen aber auch runter, ne? Die Perlending da. Aluminium. Ja, Notfallsignal kann mich mal. Auf zum nächsten schwarzen Loch. Puzzlezentrum. Eigentlich will man so viele Sachen sehen, ne? Aber selbst wenn ich jetzt so... Wow. Sind aber wenig Sterne. Ich habe nicht geguckt, wie weit wir wegfahren. Sorry, vergessen. Wir sind nämlich jetzt, ich schreibe es mir mal auf. Oh, das ist aber schon ein bisschen was gewesen. 1, 5, 1, 0, 5, 2, 7, 7. War das doch schon ein guter Sprung. Aber wie lange soll ich denn da springen? Das sind ja immense Zahlen, die ich da vernehme. Oder ich muss diesem Weg folgen. Ich weiß es nicht, ob der mich zu dem... Aber das ist ja einfach nur ein Weg, den ich hier folge. Es ist ja nicht mal wirklich... Da ist ein schwarzes Loch. Es ist ja nicht mal wirklich sinnvoll, hier lang zu fliegen, weil... Wie lange soll ich denn da Richtung Zentrum fliegen? Das sieht aus, als ob wir voll im Zentrum fliegen würden, ne? Da ist das letzte Eckchen gewesen. Guck doch mal, ein schwarzes Loch. Hier sind wir mehr Sterne da. Anderer Winkel. Da. Darf ich so weit jumpen mit Täter? Niemals. Das ist zu weit. Zu weit zum Springen. Antrieb verbessern. Ja, das wird nicht mehr klappen. Ist mir egal. Ich springe einfach durch schwarze Löcher. Zu weit. Viel zu weit. Doch. Hin. Wird auch niemals, glaube ich, ein schwarzes Loch erwischen, was einen so richtig mega nah dran bringt, glaube ich. Weil es ist ja auch irgendwie kein Erfolg, durch schwarze Löcher zu reisen. Gar nicht drauf achten, egal, scheiß auf die Galaxie. Halt, wir müssen einmal gucken. Die Entfernung, ganz kurz, ist jetzt 150. Also geht schon, also... Es geht schon ab. Werde ich wieder sofort beschossen.
So, wo sind wir gelandet? System, immer noch Euklid-Galaxie, Überraschung. Es gibt ja nur die Euklid-Galaxie, ne? So ein bisschen neugierig bin ich ja doch schon immer, so ein bisschen gucken. Das waren 850.986 Lichtjahre. Nein, 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 nein. Was war das? Ey, mach mich nicht kaputt, wir sind nur zweimal gesprungen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ehrlich? Boah. Ja, das nervt. Das ist ein künstliche Länge ziehen, ist das. So, wie weit sind wir weg? 149. Boah, wir machen aber echt gute Sprünge hier gerade. Vielleicht kann ich aber trotzdem noch. Zentrum, Zentrum, Zentrum. Ich, wenigstens mal optisch grob. Zum Zentrum. Kann ich hinkommen. Egal, drauf geschissen. Wir brauchen jetzt wieder Emeril und wieder Gold. Also das ist echt lachhaft, muss ich sagen. Habe ich auch gar keinen Bock mehr drauf. Jetzt ehrlich gesagt, da noch ein bisschen... Was machen wir denn so kleine Sprünge? Nerven auch. Den habe ich vor zwei Sprüngen gebaut. Ja, klar. Entfernung. 149. Und ab durchs Loch. Ich glaube, das ist das dritte schwarze Loch. Zwei machen wir dann noch. Und dann müssen wir schon wieder diesen scheiß Reaktor, Warp-Reaktor reparieren. Kostet ja immerhin nur die Hälfte, ne? So, mein Kaffee ist alle. So, System. Und jetzt lesen wir. Das mit den Zahlen, das verstehe ich einfach nicht. 296.826 Lichtjahre. Ah, das macht das Spiel doch mit Absicht. Das ist doch nicht normal. Hier geht ja alles im Arsch am laufenden Band. Jetzt habe ich keinen Warp-Reaktor mehr. Nach drei Sprüngen schon. Kupfer. Scheiße, ey. Mal hier rein. Das macht das Spiel doch mit voller Absicht, damit man hier festhängt, ey. Voll ätzend sowas, ne? Das macht echt keinen Spaß. Was ist denn Ressourcenabbau? Das ist doch kein Spaß. Das ist einfach nur eine nervige Kacke, Ressourcen abzubauen. Was brauchte ich? Was war das? Man gebe ihn nicht auf. Zwei Sprünge müssen wir noch. Also wir brauchen Kupfer. Einen dynamischen Resonator. Den ich mir hier erwerbe. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock zu landen. Wie gesagt, ich brauche 200 Kupfer. Das kriege ich doch hier gekauft, oder? Komm jetzt. Händler rein und so weiter und so fort. Muss ich nicht öffnen. Das Geld gebe ich lieber aus. Ja, komm, mach schon. Was? Wollen wir uns nochmal so einen V3-Raum angucken, der uns so glücklich gemacht hat? Wow, Überraschung. Es ist ein V1-Raum. Oder ein V2-Raum. Oder ein V3-Raum. Ach nee, es ist überhaupt kein Raum. Es ist einfach nur nichts. Oh nein, ich höre jetzt aber auf. Ich bin immer noch neugierig, was am Ende passiert. Selbst wenn ich weiß, dass es nichts ist. Nichts gefunden, nichts gefunden. Wir finden nicht mal in dem V3-Raum was. Naja. Dynamische Resonatoren... Einer, glaube ich. Erstmal verkaufen. Wir haben ja noch die Nachtkristalle. Wäre schön, wenn die hier was wert wären. Nö, sind es aber nicht. Emeril Gold brauchen wir jetzt selber. Wieder mal. Aber ich hatte doch noch Mist hier drin. Also ich habe noch ein bisschen Gold. Ne? Hier, das können wir wegballern. Das können wir wegballern. Aluminium. Nö, lasse ich mal drin. Emeril lasse ich auch mal drin. Okay. Mal ein paar Euro verdient, aber... Nee. Der Rede wert. Dynamischer Resonator. Gekauft. Oh, Suspensionsflüssigkeit ist hier viel wert. Seltsam. Eine für 41.000. Mal lach mich kaputt, da brauche ich nur Kohlenstoff für. Na, guck mal. Hab, wie viel darf ich denn? Darf ich schon eine bauen, zufälligerweise?
50 Kohlenstoff kostet nur. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja wieder so einen Pflanzenraum. Nee. Kupfer wollte ich noch. Aber komm, warte. Geh mal rüber. Was? Kein einziger Händler? Ich hab doch was gehört. Da kommt was. Moment. So. V1. Wow. An ihn gliedert sich ein V3. Oh, guck mal, Isotope. Das habe ich mir doch gewünscht. Einfach mal so aus Spaß. Hier drin sind auch wieder V3 Räume. Aber wie gesagt, die bringen uns ja nicht wirklich viel. Außer mal ein Wort oder so. Stärke. Was bist du? Was ist gar nicht drin? Ist mal gut, wenn das sich mit den Vakinen verbessert, weil das ja so viel Sinn macht. Boah, heute bin ich aber auf dem Hasstrip, wa? Ausgang. Also wir haben jetzt Isotope gesammelt. Da wird auch wieder so ein Lagerraum drin sein, schätze ich mal. Also ein Serverraum hier. Wo wirklich gar nichts gibt. Okay. Damit sind wir jetzt erstmal zufrieden. Eine Galaxie, in der wir mal wieder gestrandet sind. Ich habe ein gutes Timing, ne, mit dem Verpassen. Was ist denn eigentlich da hinten? Keine Ahnung. Hauptsache Jetpack aufbrauchen. So, mach ich nur einen Kaffee haben. Aber ich kann nicht in Aufnahmen einfach weggehen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie Pause machen kann in Aufnahmen. Dann so weiter aufnehmen, dass das eine Datei bleibt, wisst ihr? So, machen wir mal eine Suspensionsflüssigkeit aus Spaß. Aber im Exo-Anzug. Und schauen, was uns das Maschinchen dafür gibt. Weil das wäre natürlich schon ein Wert, wenn man da sich ein paar Millionen mit verdienen kann. Aber ich glaube einfach, das wird einfach gar nichts bringen. Nach Kristalle warten wir noch. Da, 2000... Ey, der... Das ist ja gar nichts. Das ist nichts. Kaufen. Kupfer. Kupfer. Er hat kein Kupfer. Wie kann man denn kein Kupfer haben? Magmox. 41.000. Also ist doch eine Frechheit, ne? So, mit dem will ich irgendwas machen. Will ich... Hier, gib mir dein Ding da. Wow, 162. Krieger Angel. Gra, eindringende Waffe. Ernsthaft, Valkin. Ersetzen. Urk. Der Krieger sieht mit dem... sieht mich mit Feuer in seinen Augen an. Diese Spezies ist eindeutig aggressiv und ich bezweifle, dass ich willkommen bin. Und doch verbeugt sich die Lebensform zu einer Begrüßung. Das Gebiet wohl die Tradition und Ehre. Ich empfinde keine unmittelbare Gefahr und bin kurz davor, wieder zu gehen, als die Kreatur auf mein Multiwerkzeug deutet. Sie bellt besorgt und deutet mit einer Geste an, dass ich es hier geben soll. Hier, kannst du haben, schenke ich dir. Scheißhaufen. Ein verbessertes, ja klar. Bestimmt viel besser. Der C500. Ich vergleiche den mal. Es ist unwahrscheinlich, dass der besser ist. Aber ich will mal Neues haben. Komm. Einfach mal aus Spaß. Ja? Wir haben ja sowieso nichts davon. Ne? Dann kann ich wieder jetzt ein bisschen verbessern. Ein bisschen stärker machen. Und das war's. Jetzt brauche ich Kupfer. Ist mal irgendwas gelandet? Hier kommt gar nichts. So wieder der Vorführeffekt. Darf ich doch zu so einem doofen Planeten fliegen? Will ich aber nicht. Will nicht. Eine helle Seite. Komischer Sound. Drehung. Boah.
Kupfer. Das wäre natürlich ein Traum. Urs, flieg dich vom Berg. Ah, ich konnte jetzt nicht landen. Glühen schon wieder was. Okay, Augen auf. Ressourcenkauf. Vor allem, diese unendlichen Galaxien bieten drei Spezies, ne? Was sind wir überhaupt? Drei Spezies gibt es in den riesigen Planetensystem hier. Das hier finde ich doch niemals Kupfer, einfach so durch Glück jetzt. Der leckt mich doch am Fuß. Mit einem ganz, ganz klein bisschen Glück haben wir mal Kupfer in diesem Vorkommen. Können wir mal Vorkommen sehen. Nein, nein, nicht so schnell. Da. Boah, Gold. Respekt, ey. Aber voll wenig, ne? Jetzt hätte ich gedacht, es wäre mehr drin, ne? Mann, was mache ich denn jetzt? Ich brauche Kupfer. Ich habe keinen Bock auf die Planeten zu fliegen. Die sind alle so weit weg. Der ist aber nicht so weit. Der Nordzyrynatir. Zufallsgenerierte bescheuerte Namen. Oh Mann, ich wollte doch eiskalt reisen einfach durch schwarze Löcher. Und jetzt habe ich wieder das Problem. Oh Mann, ich kann kotzen. Aber Gott, war gut, wir können den Täter vielleicht verbessern. Der uns dann nach zwei Warps wieder kaputt geht. Na gut, wir werden jetzt mal gucken. Entweder Kupfer oder... Da ist da irgendwas. Sieht nach Gold aus. Ist eigentlich Wumme, ob es Amarillo oder Gold ist. Weil wir finden das schneller als Kupfer, glaube ich. Und Kupfer findet man auf speziellen Planeten. Gold. So. Also die haben doch früher so lange gehalten, die Warp-Reaktoren, ne? Jetzt halten die überhaupt nichts mehr aus. Finde ich voll ätzend, ey. Das ist halt Zufall, wenn die kaputt gehen, denke ich mal. Und ich habe halt einfach wie immer, wie in allem, was man im Leben macht, Pech. Keine Ahnung, wie groß die Folge mittlerweile ist oder wie lang. Aber ich will wenigstens meine Warp-Reaktoren aufnutzen heute. Ja, wie viel haben wir denn jetzt? Ich brauche nur 500. Ich transferiere das rüber. X. X. Dann weiß ich ja wenigstens eine Gesamtsumme. 500 Gold. Habe ich jetzt genau 500 Gold drüber ge... Das ist ja krass. Oh, mein neues Tool. Stimmt, wir haben ein neues Tool. Das habe ich ja noch gar nicht verbessert. 24 Platz sind ja maximal hier. Das ist ja alles. Das bringt mir das denn? Reichweitenerhöhung dann verdoppeln. Blitzwerfer. Begleiteinheit. Munitionskapazität von Blitzwerfer wird deutlich zusätzlich Zylinderspeicher erhöht. Plasmawerfer interessiert eigentlich keine Sau. Hier, sowas ist geil, ne? Kurzsalvenadapter, der ist gut. Aber er braucht auch Kupfer. Nachladebeschleuniger. Schnüffel. Ach, alles Wumme. So, jetzt brauchen wir Imrill. Wie immer. Waren wir noch nicht, oder? Pum. Wir sind schon sowas von zielstrebig. Den dynamischen Resonator habe ich schon, ne? Hyperraumantrieb, Täter. 500. Ach, ich brauche noch einen. Das ist kein Problem, den kriegen wir gekauft. Oder gebaut.
Nein, nein, sonst ruhig ein bisschen tiefer fliegen. Was haben wir jetzt, der komische Musik? Komische Blümsken. Oh Mann. Der Planet selber ist ja komplett Gold. Nichts, ne? Also hier ist absolut... Heridium habe ich jetzt tonnenweise gesehen. Was ist das da? Irgendeine Ressource ist ja auf jeden Fall. Oder ich werde verarscht. Könnte Kupfer sein. Aber ich nix glauben. Abutant. Was? Ab und ant. Ach so, ab und ant. Was ist das für ein Wort? Benutzen das. Das sind überhaupt keine Ressourcen gewesen. Oh nein, ich habe kein Plutonium mehr. Tu mir das nicht an. Energie, Energie. Okay, da ist Plutonium, Gott sei Dank. Wie weit ist denn das weg, ey? Weil wir diese Reichweitenerweiterungen reingemacht haben. Was ist da oben in der Luft? Ist das Energie? Ich kann sagen. Da hinten habe ich ja einen gesehen, ne? Ja. Zink, sehr schön. Da sehe ich schon. Plutonium. Tamium. Und dahinter ist Plutonium. Und das ist eventuell Gold. Aber du bist mir gerade sehr viel wichtiger. Boah, sehr schnell. Bist du? Aluminium. Leck mich doch, Mann. Warum ist das nicht mal Emeril oder so, ey? Also der Planet wird kein Emeril bitten. Bitten. Wird mich bitten. So. Also ein weiter. Ja, war mir schon klar, stimmt. Zap, zap, bumm, schack. Zap, zup. Raus hier. Lange dauert das eigentlich, bis man so die Atmosphäre verlässt. Unentdeckt, oder? Ui, sieht schön aus. Hast du bereits entdeckt? Interessiert mich also nicht mehr. Eisen. So, was ist der nächste Planet? Ach, am Arsch, ey. Muss ich schon wieder kämpfen? Was ist das? Sieht voll komisch aus. Oh, jetzt kann ich nicht lesen, was da drin war. Gold. Was? Vier Stück? Oh Mann. Drei nur noch. Überhitzung, scheiße. Ich muss noch meinen Blaser hier verstärken, da bringt ja gar nichts mehr. Wo bist du? Da. Nur meine Frau hochkommt hier und sich einer raucht, dann muss ich hier gegen die doofen Männer kämpfen. Jetzt nicht, so. Keine Probleme, alle tot. Da war doch in der Nähe am Planet. Ich will nicht so weit fliegen, das ist mir zu weit weg. Das versteckt wahrscheinlich sich hinter dem Großen hier. Emeril, 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 Emeril. Ich will jetzt ewig suchen. Fliegen wir doch zu den unentdeckten Egionerezen Lotorz. Völlig normaler Name für Planeten. Ich wollte einmal noch gucken.
wir haben noch den unentdeckt. Ziemlich weit weg voneinander beide. Egal, komm. Oh. 15 Sekunden. War ein bisschen kleiner, der Planet. Ich will Sprünge machen. Was soll ich denn vorlesen? Oder was willst du denn? Hast du schon entdeckt, sagt meine Frau? Ehrlich? Ach gut. Umsonst geflogen. Dann muss ich leider nach Ikagayasakitsu. Da werden wahrscheinlich Asiaten hausen. Aber ist ja nur 1 Minute und 7 weg. Ja, juhu. Aber während wir fliegen, können wir noch was gucken. Wie weit sind wir denn jetzt insgesamt weg? Aber das habe ich, glaube ich, schon geguckt, ne? 1480. Oh, wir haben aber echt was geschafft, ey. Wenn die Dinger nicht immer im Arsch gehen würden, wäre das echt gut. Lal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 a. Oh, ist schon spät. Wie lange noch? 30 Sekunden knapp? Okay. Leute, zu ihrem Video Rising World. Ist aber cool, wenn du so lange Flugzeiten hast, kann man schon Kommentare lesen. Echt wunderbar. Verschlimmbessern. Ach genau, das Wort habe ich gestern gesucht. Oh, das Leute, das für den Kaffee öffentlich werden. Was, so lange habe ich gemacht? Das Video ist komplett hochgeladen und verarbeitet worden. Das ist nicht gut. Weil wir haben schon 11 Uhr 45 bei mir. So, es landet er endlich. Mann. Entweder müssen wir Kupfer finden oder Elmaril. Also wir haben ja schon eine größere Auswahl. Steilflug. Und was habe ich gefunden? Aluminium. Schon wieder. Das ist aber Kupfer. Ganz sicher. Mega hoch. Aber wiederum ein sehr schöner Planet. Echt? Muss Kupfer haben. Er selten. Weiß ich nicht, fliegt Kupfer? Ist das normal, dass Kupfer fliegt? Oh, komm jetzt. Wie langsam der überhitzt, ne? Das ist auch schön. So 200 Kupfer brauche ich zum Reparieren, wenn ich... Ah, wenigstens den einen Warp-Antrieb, bis wir irgendwann wieder Iridium finden. Erimeril meine ich. Ist das alles safe? Hä? Titan? Wieso? So, einen hässlichen Brocken lasse ich jetzt hier, denn wir können reparieren. Und zwar ihn hier. Dann dürfen wir jetzt wieder Sprünge machen. Einen wahrscheinlich, bis wieder kaputt ist. Was sagt mein Sol-Ding hier? Oh. Das haben wir auch nicht vergessen. Das gibt ja auch gut Taler. Eins, fünf Souls, ne? Wir schaffen ja noch Erfolge, ohne dass wir die eigentlich so zielstrebig angehen. Ach, bin ich weit gelaufen. Kalt hier, ne? Mein Neutrino-Modul.
Der wird wahrscheinlich nach dem nächsten Sprung schon wieder kaputt sein. Wette ich mit euch. Der blöde Antrieb. So, los geht's. Ah, den Brocken habe ich gerade abgebaut. Was ist jetzt los? Keine Ahnung. So, hoffentlich ist eins nah genug für den Antrieb. Das sieht aus, ne? Zu nah. Wo ist das? Wo ist da? Schwarzes Loch. Da. Oh, bitte sei nah genug. Willst doch aus. Nein. Den Popelantrieb hier kommt man überhaupt nirgendwo hin. Wo ist denn mein Zuhause? Nach vorne. So. Ach, bringt ja nichts. Da. Das ist doch nicht weit, oder? Also das und noch ein schwarzes Loch, haben wir es geschafft. Ehrlich, ein schwarzes Loch entdeckt. Mann, bin ich stolz. Hm. Wie werden ich wieder mit Kampfeinheiten hier begrüßt. Nur, ich kann nicht schießen. System Eiers X. Wankte. Er wankte. Immer hier. Kupfer. Ja, danke schön. Danke, liebes Spiel. Verarschen willst du mich einfach nur, ne? So, nächstes schwarze Loch. Schönes System. Ich weiß zwar nicht, wie weit wir jetzt weg sind von Zentrum. Hier ist nix, ne? Oh oh. Wo ist unser Heim? Man fliegt sich hier sehr schnell. Hui. Da sind die Linien. Da wohnen wir. Da wohnen wir. Schön wär's. Komm, 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 komm. Irgendwo muss doch ein schwarzes Loch sein hier. Das kann nicht wahr sein. Ich will nicht den Täter bauen. Ich will ihn nicht schon wieder reparieren, bisschen bauen. Nochmal und tun und machen, Mann, da. Auf, nein. Er legt mich doch. Aua. Blödes Kupfer. Ich will auch nicht auf Istilut 6 Wankte landen, ehrlich gesagt. 500 Gold. Und ganze 6 Emerill haben wir schon. Weg mit dem blöden Mist. So, hier haben wir... Haben wir irgendwo nur Emerill drin? Da. Hm. Ja, was bleibt mir anders übrig? Ich kann noch einmal gucken. Einfach mal grob in irgendeine Richtung. So ganz zufällig irgendwo ein schwarzes Loch ist. Also dieser Antrieb ist echt null, ne? Da kommst du überhaupt nicht weit. Schwarze Löcher tun dann ja automatisch, glaube ich, Richtung. Das ist zu weit. Ja, ich muss den verfluchten Dings reparieren. Das machen wir aber in der nächsten Folge, ne? Ich lande noch mit euch. Gucken, ob es da Energie gibt.
also so Glück haben, dass man auch gerade noch auf einmal Rill stößt. Nein, das war Aluminium. Wenn man schon Aluminium hat, dann hat man hier kein Glück. Und beim Händler kaufen lohnt sich nicht. Das ist einfach zu wenig. Keinen blassen Schimmer, Leute. Hier gibt's gar nichts. Ich dachte, da wäre ein Händler gewesen. Blödsinn. Und ein bisschen... Das ist aber kein Emeril, das ist auf jeden Fall Aluminium. Der falsche Planet. Ich lande und sage danke fürs Zusehen. Er speichert ja mal ab, wenn man landet. Komme ich wieder durcheinander. Bis zur nächsten Folge. Ja, komm, mach ihn da. Zap, zap, zibbeli, zap.